Hallo, da bin ich wieder. Ja, gerade hatten wir so eine schöne Action hier. Durch dieses kleine Loch. Komm, wir gehen nochmal lünkern. Wir ärgern den mal. Hallo, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Du da. Der sucht mich immer noch. Ich bin gar nicht mehr da. Entschuldigung. Ich gehe jetzt wieder. Lass mal suchen. Die Tür ist zu. Ich hoffe, der hört halt nicht. Doch, der hört das. So einen langen Arm hat er nicht, dass er mich hier unten erwischen kann. Boah, der hat die ganzen Schuhe hier reingeworfen. Du hast die ganzen Müllabfuhrabfluss da verstopft mit Klamotten von kleinen Kindern. So ein Schwein. Ja, die schmeißen die Schuhe hier rein. Da unten ist wieder ein Kontrollpunkt. Es ist ein Kontrollpunkt, wie süß. Ah, hier ist aber niemand, oder? Boah, ist das geil, das Spiel. Es ist nicht nur ein einfaches Jump'n'Run. Es ist atmosphärisch und sehr, sehr spannend. Guckt euch das mal an. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Wie viele die hier schon verarbeitet haben. Wie viele Kinder. In deren Welt gibt es nur noch alte Menschen. Die haben alle Kinder dieser Welt hier getötet. Nein, das nicht, aber es ist schon krass, wie viele Schuhe hier liegen. Warum nur die Schuhe? Okay. Wie geil das Spiel ist, ey. Müsste ich 10-mal spielen. Hoppala. Oh, wie krass. Warte mal. Muss ich mich jetzt hier verstecken? Boah, das ist eine richtige Maschinerie. Guck mal, wie viele Schuhe da runterkommen. Für wen macht ihr das eigentlich? Verkauft ihr die? Wer isst schon Kinder? Oder Fleisch? Oh, lauf, 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 nein, nein. Ich weiß nicht, welche Star Wars Episode es war. Wo waren das nochmal? Aber da war auch so ein Viech im Wasser. Und die Wände kamen aufeinander zu. Ich habe keinen Plan, aber so war das. So fühle ich mich jetzt gerade hier. Anaconda! Nein. Renn. Ja. Rechts lang. Oh, da sehe ich jetzt aber nix. Scheiße. Es ist die Entscheidung. Ich sehe da links eine Kiste. Aber ich glaube, die ist eher weniger relevant. Ich glaube, ich muss rechts weiter mit anlaufen, ein bisschen springen und dann rennen. Lauf, 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 lauf. Boah. Nein, nicht wieder darunter. Du musst jetzt auf die Ecke da. Danke. Ey, es ist so spannend, ne? Für euch ist es vielleicht nicht ganz so spannend, aber für mich schon. Das ist so geil gemacht, ne? Ich feiere das richtig, das Game. Kauft es euch. Spielt es selber. Definitiv. Es ist mega. Wieso kann man die nicht ziehen?
Warum kann ich dich anfassen, aber ich kann dich nicht ziehen? Finde ich doof. Ja, egal. Aber sonst alles gut. Scheiße. Haben die Ratten hier auf? Wer hängt denn hier Ratten auf? Zur Abschreckung anderer Ratten, oder was? Können wir hier drunter laufen? Nee, bringt nichts. Und wo sind meine kleinen Freunde? Guck mal, das ist eine Rattenfalle. Wenn ich da jetzt rein tapse, bin ich tot? Nö. Das wird es gewesen, ey. Brech mir erstmal die Füße hier. Okay. Nein! Runter, 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 runter! Andere Seite. Nein! Ich war zu langsam. Echt, der hat mich von hinten gecatcht. Kann ich da nicht durchrutschen? Warte mal, ich muss mal testen hier. Rennen und irgendwie durchrutschen. Geht das? So. Warte mal, renn mal. Jetzt lauf doch in die richtige Richtung, Baby. Rennen. Du sollst rennen. Ah, so meine ich das. So muss ich das machen, okay. Sonst schaffe ich das nicht. Also einfach rennen. Renn, Süße, 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 renn, Süße. Weiter rennen, 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 bitte, 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 bitte. Und jetzt? Scheiße, der findet mich doch hier. Boah, ich muss dann mit Facecam spielen. Ja, die lenken ihn ab. Wie geil. Meine kleinen Freunde. Die haben den abgelenkt. Wie cool. Ihr habt den abgelenkt. Dankeschön, 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 Dankeschön. Kleine Äffchen wieder. Boah, Pause. Schluck Wasser. Muss ich mal eben trinken. Aber am geilsten bisher fand ich, da ich den knuddeln konnte, den einen kleinen da. Mitschleppen. Aber leider konnte ich ihn nicht mitnehmen. Wurde ich was zu dumm. Spring. Spring. Geht das jetzt nicht mehr? Ich schieb da einfach die Kiste weg. Mein Gott, jetzt stand ich aber voll am Schlauch hier, ey. Tschüss. Oh mein Gott. Ich denk so, ja, warum geht das nicht? Ja klar, die Kiste steht da drauf. Kann aber nicht funktionieren. So, nochmal zurück. Wie die mal so patscht, ne? Mit den Füßen. Komm, Äffchen, ich nehm dich mit. Ich brauch dich bestimmt. Komm, Äffchen. Braucht das kleine Äffchen. Ah, ne. Nimm ihn mit. Ich brauch den bestimmt zur Ablenkung oder sowas. Ich brauch den Affen. Ich brauch den Affen. Der liegt nicht umsonst da rum. Ach, da oben ist noch einer. Falls ich den vergessen hätte oder so. Okay. Hat
den werfe, reagiert er hier drauf? Sieht nicht ganz so aus. Okay, hier geht's nicht weiter. Ah, wie geil das auch gemacht ist, ey, wie das aussieht. Da oben dieses Spielzeug, dieses uralte Spielzeug. War das hier? Komm ich hier hoch? Nee. Das ist wieder so eine Figur. Guckt hier, Leute. Meine Trophäe. Ihr dürft jetzt zusehen, wie ich die kaputt schmeiße. Okay, das ist auch ein Speicherpunkt, weil gerade unten rechts kam dieses Auge. Das heißt, ab da spiele ich dann wahrscheinlich weiter, wenn ich dead bin, oder? Ich weiß nicht. Es wurde auf jeden Fall gespeichert. Keine Ahnung. Aber sind diese Viecher auch liebevoll? Warum haben die so viele Spielzeuge? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Warte mal, außenrum. Komme ich hier hoch? Ist hier ein Loch? Doch, da ist ein Loch. Na gut, dann weiß ich, hier ist ein Loch. Da komme ich durch. Muss aber ein bisschen Tick-Tack hier machen, ne? Komme ich aber nicht mehr zurück. Über die Kiste? Okay, alles klar. Vielleicht kann ich dir ablenken. Ablenkung ist alles im Leben, ne? Der rennt jetzt da drüben rum. Ich muss das auf jeden Fall mit diesem Äffchen machen. Warte mal, genau. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, mal von hier aus gucken, wo ich gleich lang muss. Oh Mann, ich sehe es nämlich. Achso, da ist ein Durchgang. Da kann ich durch, aber der läuft auch da vorbei. Okay, da sind Schubladen. Vielleicht eventuell an den Schubladen dann hoch. Da ist noch ein Äffchen. Aber der riecht doch, oder? Ich denke mal, Geräusche hat es, aber also beides. Geräusche und Geruch. Springen. Springen! Ja, so, danke. Warte mal, ich werf das mal. Nee, werfen. Nimm's nochmal hoch. Genau so. So in etwa. Nein! So war der Plan, aber ich hab's mit der Steuerung leider nicht hinbekommen. Ich hab wieder vergessen, mich festzuhalten. Oh Mann. Es ist ja ein Spiel, ne? Also die Ablenkung hat funktioniert. Das andere Äffchen. Hä, wo ist denn das andere Äffchen jetzt? Ist das da drüben noch? Ach, es liegt jetzt da oben. Ja, egal. Scheiße.
Aber da liegt auch noch ein Affe. Ach Gott, ich habe den nicht gesehen. Ja, so ein Affe kann hilfreich sein, aber der kann einem auch sehr schnell verraten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Affen nehmen und dann woanders hinwerfen, oder was? Scheiße. Ich muss da hoch. Nee! Ja. Jetzt wissen wir auch, warum der so lange Arme hat. Catch me if you can. Genau. Fang mich, wenn du kannst. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das machen soll. Am besten den Affen nehmen und weit wegwerfen, oder? Anstatt einfach nur drüber zu laufen. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Kann ich ja auch machen, ne? Dann werfen wir den Affen. Abwarten. Hey, der läuft sofort zurück. Nein, 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 nein. Lauf doch da durch. Geh da durch. Scheiße. Ach man. Ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll. Bemerkt er mich immer? Sobald ich hier rüberlaufe, rechts ins Licht rein, riecht er mich oder was? Oder hört er mich oder wie? Oder soll ich einfach durch die Puppen laufen? Rennen? Wie so ein Geistesgestörten? Ne, der ist jetzt hier. Über den Teppich. Ich muss über den Teppich laufen. Oder springen. Von Teppich zu Teppich springen? Hört ihr das? Okay, wenn ich von Teppich zu Teppich springe, ist besser. Aber wenn ich die Dinger hier umwerfe, vielleicht nach und nach. Ich muss hier an den Teppich vorbei. Okay, der riecht mich hier. Also brauche ich durch die Figuren an dem Teppich vorbei. Das heißt, ich brauche noch eine Ablenkung. Der ist jetzt hier hinten. Oh. Einmal weiß, wie es funktioniert. Geh weg! Nein, 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 nein. Ich bin doch schon weg hier. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Der kommt, der kommt. Hat jetzt eine Weile gebraucht. Ich bin noch in der Lernphase dieses Spiels. Also Teppiche
Gut. Hören, riechen. Teppiche gut, Dielen nicht gut. So. Es ist mega spannend. Spielt es mal. Wirklich. Ich glaube, ich spiele das heute sogar durch. Es gibt Spiele, die fängt man an und hat man keinen Bock mehr. Also nach der Zeit sagt man, ah, okay. Aber das hier... Teppich. Okay, ich bin am Teppich. Die sehen eh nichts. Der ist da hochgeklettert. Also ins Licht kann ich euch gehen, oder? Ja, ich darf nur nicht auf die Dielen. Scheiße. Da ist eine kaputte Tür. Kann ich die einrennen? Die sieht so aus, so instabil aus. Komm ich da runtergesprungen? Ich probier's mal. Scheiße. Bleib auf dem Teppich. Schuh, nimm Schuh, nimm Schuh, nimm Schuh, nimm Schuh. Hier sind verdammt viele Dielen. Spannend, ne? Das ist so unglaublich spannend. Teppich safe. Ich muss mal kurz durchpusten. Was für eine verdammt schöne Atmosphäre, die ist so Wahnsinn. Das ist echt Hammer. Boah, so viele Uhren, ne? Boah, ich hab mal so eine Trödelfolge gesehen. Da war so eine ganze Family und die hatten, glaube ich, der Onkel, der war alleinstehend. Und er hatte tausende von Uhren. Ne, ich glaube tausende nicht. Doch, weiß ich nicht. Der hatte diese Standuhren, normale Uhren, Kuckucksuhren. Der hat die gesammelt und dann haben die alle verkauft. Die haben die alle verkauft bekommen zum Schluss. Ich habe noch nie so viele Uhren auf einem Haufen gesehen. Krass. Geh durch. Wie süß. Ah, wie gut die das gemacht haben, ne? Auch nicht immer dieselben Durchgänge durch Türen, sodass man einfach gerade durchläuft, sondern mal durch die Seite und so. Schön. Die haben sich echt was dabei einfallen lassen. Also mit sehr viel Liebe gemacht, muss ich mal sagen. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Ich könnte am liebsten nur so Spiele spielen, die so aussehen. Mit diesem Stil. Ich mag das. Das ist unglaublich. Ich könnte einfach nur stehen und gucken. Die Bücher so aufgestapelt. Warum sind die hier so aufgestapelt? Guck mal, ich kann die umwerfen. Ich kann ein Buch nehmen. Kann ich ein Buch nehmen? Nimm noch ein Buch. Oh, ich muss hier hoch. Eventuell. Okay, jetzt erstmal umschauen hier. Oben lang. Ist das eine Tür? Ich kann jetzt nicht genau erkennen, was das ist. Ach, das ist eine Schranktür, oder? Warte mal. Kann man die aufmachen? Nee. Ich denke mal, ich muss oben durch. Irgendwo oben lang. Mach mal Licht. Freunde, 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 wo seid ihr? Hallo, Freunde.
Nicht verstecken. Ich hab da schon einen Kumpel. Wo ist mein Kumpel? Ich habe ihn zurückgelassen. Hallo. Oh. Ich kann den Kumpel knuddeln. Komm her. Komm mit. Guckt hier. Da ist mein Freund. Die sind süß, hä? Man kann ihn werfen. Siehste, ich hätte den eventuell doch auf die Kiste werfen können und dann mitnehmen können. Was mache ich mit dir jetzt, Kumpel? Der ist so geil. Man kann den süß absetzen. Guck mal. Oh, lieb. Setz dich hin. Oder ich kann ihn werfen. Ups. Ja, es macht er nicht. Da versteckt er sich. Wie geil. Das ist so schön, ne? Das ist super. Gibt's hier unten? Ich hab noch einen rausgescheucht. Ach, hier unten. Guckt mal. Da verschwindet ihr hin. Komm, den knuddel ich auch noch. Komm. Huggy-Time, Huggy-Time, wo ist der andere? Wo ist der andere Kumpel? Hallo, wo bist du? Wo ist denn der? Wo bist du? Hallo? Ja, ich weiß, ich könnte hier weiterspielen, aber jetzt keine Lust. Falls ihr meint, geh mal weiter. Nein, will ich nicht. Ich will ihn finden. Ich will ihn knuddeln. Ist er noch eine Tür? Hä? Gibt es einen anderen Raum? Warte mal, das sieht komisch aus. Doch, hier ist noch eine Tür. Aber das sind die, da wo man nicht durchkommt. Da kommt man nicht durch. Die kann ich umwerfen? Ja, okay, ich finde ihn nicht. Der hat sich wahrscheinlich versteckert. Ach, Mr. Knuddelchen. Sitz da, du brauchst dich nicht verstecken, Kleiner. Komm, ich bring dich zu deinem... Hier. Geh wieder dahin, wo du hingehörst. So. Geh. Da, ist doch dein Zuhause, oder nicht? Egal. Okay, ich gehe weiter. Aber der hüpft dann, der macht er gleich wie ich, ne? Hüpf, 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 hüpf. Ja, hüpf, hüpf, hüpf. Wie süß. Okay. Wo soll ich hin? Also ich muss auf jeden Fall auf dieses Klavier. Das ist aber irgendwo angebunden. Ich sehe aber nicht wo. Es muss ein bisschen tiefer, oder? Komme ich hier... Oh. Warte mal. Ich bin zu tief gefallen. Hier hinten komme ich da auch hoch, ne? Okay, ich komme da auch hoch. Ganz hinten. Mach mal Licht. Ich sehe nichts. Jetzt hin. Oh oh. Moment. Achso, da komme ich nicht so hoch. Komme ich dann ins Bücherregal gesprungen? Anmachen. Oh, 28 Minuten. Tja, Leute, ich suche hier gerade noch eine Möglichkeit, hier hochzukommen. Der kleine Kumpel hier, irgendwie hängt ein Klavier oben, dass ich jetzt ein bisschen tiefer runterholen muss, ist schon klar. Da komme ich drauf. Ja, eigentlich will ich die Folge beenden. Ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt hochkomme. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich. Es ist ein sehr schönes Spiel. Kauft euch das und spielt es.